Stefanie und ich dachten ja immer, dass die Menschen auch gerne zu uns in die Sendung kommen, weil sie wahnsinnig viel Spaß daran haben, mit uns zu reden. Bis ich gemerkt habe, viele kommen auch, weil sie entweder eine neue Platte haben, neues Theaterstück, neuen Film oder neues Buch. Glaube ich zwar nicht. Aber die nächste Dame, die ich jetzt begrüßen darf, hat ein neues Buch. Und da habe ich gesagt, ja, so ein Fotobuch. Und habe das genommen. Und plötzlich, von der zweiten Seite an, hatte sie mich. Weil das wirklich, wirklich richtig gut ist. Weil es viele Fotos, auch einen Einblick in ihr Leben geben, wie ich es bisher noch nicht hatte. Wir begrüßen Dagmar Koller in der Runde. Oh, danke schön. Dagmar, wir sind... Ich muss immer erklären, wir sind beim Du, weil wir uns auch schon in anderen Sendungen gesehen haben. Ich habe mal geguckt im Vorwege, wie denn die Presse über Dagmar Koller schreibt. Österreichs Grand Dame, Wiener Entertainerin, Musical-Legende, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin, Glamour-Galionsfigur, Lebensretterin, ehemalige First Lady von Wien, amtierende Königin von Österreich. Welcher Titel gefällt dir am besten? Lebensretterin. Lebensretterin? Ja. In welchem Zusammenhang? Das war wirklich im letzten Moment bei meinem Mann, dass ich ihn gerettet habe. Ja. Obwohl ich total außer mir war, weil das war so schrecklich, die Hand war weg und ich wusste nicht, was soll ich machen. Das ganze Blut ist auf mich gefallen, also gespritzt gewesen und bin dann hinter ihm hergelaufen. Der ist dann im Badezimmer gestanden und hat hier die Hand abgebunden mit seinen zwei Fingern, dass das Blut bleibt. Und hat immer geschrien, hol ein Spagat, Spagat. Ne? Das heißt in Österreich, hol ein irgendein etwas zum Abbinden. Ja. Und ich habe dann wirklich in der Küche gesucht. Ich habe immer gespart, wie ich fleißig am Sparen im Leben war. Habe ich immer, wenn ich ein Paket hatte, die Stricke zusammengebunden in ein Knäuel. Und da habe ich dieses Knäuel geholt und bin gelaufen ins Badezimmer. Und habe gesagt, da habe ich jetzt den Spagat. Und da hat er gesagt, man bindet es mir ab. Ich meine, in diesem Moment, wo man eine Hand nicht mehr hat, ist man ja so wirr, wenn man den Partner, den man liebt, und plötzlich das sieht, so das Blut ging überall hin. Und ich muss sagen, Lebensrettung war dann, dass ich doch von ihm so angeschrien wurde, was ich machen sollte. Und das habe ich auch getan und konnte ihn dann mit einem Handtuch, mit einem riesen Handtücher, dass ich das Blut nicht mehr sehe, in das Vorzimmer setzen. Habe aber wie immer, er war Bürgermeister zu jener Zeit, keiner von uns wusste die Notnummer. Also wen ruft man an? 144 in Österreich oder 112, glaube ich. Nicht? 110, 112, alles geht. Ja. Und ich wusste nicht, wen soll ich anrufen? Und dann habe ich aus Verzweiflung eine Nummer im Kopf gehabt von einem lieben Freund, den habe ich angerufen und gesagt, hallo, hallo. Und der hat nicht gleich geantwortet. Dann habe ich den Hörer daneben hingelegt. Und der hat gewusst, da ist was Furchtbares in der Wohnung passiert. Weil er schrie immer, oh Gott, komm schon endlich, ich verblute nicht. Und dann muss ich sagen, das war dann ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe ihn gerettet. Wirklich. Man muss dazu sagen, für die Leute, die das vielleicht nicht mehr parat haben, es war eine Briefbombe, die damals hochgegangen ist in der Wohnung gegen den damaligen Wiener Bürgermeister. Und sie haben ihn dann... gerettet. Ist ein schöner Moment. Und ich habe das auch bei meiner Mutter gemacht. Ich war eigentlich auch Lebensretter bei meiner Mutter. Das ist eine Geschichte, das wusste ich überhaupt noch gar nicht. Also die Mutter tatsächlich war... Ja, damals nicht mehr jung. Meine Mutter ist ja mit 97 Jahren gestorben. Ja. Und ich war wieder mal gerade im Ausland irgendwo gastiert und kam dann doch in ihre Wohnung. Ich habe immer nachgeschaut, ob es ihr gut geht. Und es war ja mein einziges, was ich zu sorgen hatte. Kinder hatte ich nicht. Ich habe meine Rollen gehabt, meinen Mann gehabt und dann halt meine Mutter sehr lange gepflegt. Ich komme in die Wohnung, lag die vor dem Bett, konnte sich nicht rühren. Kann man nicht sagen, wie das ausgesehen hat, wenn eine Frau 3 Tage in dem Alter am Boden liegt und nicht sich rühren kann. Da habe ich auch Lebensrettung gemacht. Und wieder habe ich nicht die Nummer, vor lauter Aufregung. Man ist ja ganz wirr. Darum habe ich ja jetzt überall in der Wohnung dieses Kleberl, was man von der Post bekommt, wo diese 3 Nummern drauf sind. Feuerwehr, Rettung und Notarzt. Nicht? Wir haben eben auch ein paar Fotos gesehen aus dem Buch schon, auch wie du mit deiner Mutter an der Hand bist. Deine Mutter war ja... Ja, also bis zum Ende auch sowas wie eine, kann man sagen, eine Freundin oder was? Ja, ich glaube, ich habe mich immer mit ihr gestritten. Ich wollte immer gescheiter sein als sie und besser sein. Aber sie war schon für mich der Mensch, der mir das meiste mitgegeben hat, das Leben doch zu leben, dass es lebenswert ist. Und dass ich das ertragen habe, wie dieses Leben eines Künstlers ist, der aufgeht, ganz hoch geht, aber dann wieder langsam ganz weggeht. Das geht ja immer wieder alles weg. Der größte Erfolg, den ich hier in...
auch in Leipzig war ich ja schon sehr erfolgreich mit Komm in den Park von Sanssouci. Und ich kann mich noch erinnern, ich war so gerne in der damaligen DDR, weil die Menschen waren so besonders. Und jetzt bin ich wieder in Leipzig und freue mich über jeden Moment, der mir da so gut gefällt. Und ich war heute im Zoo. Ja. Und ich muss sagen, bitte geht alle in den Zoo. Das ist der schönste Zoo, den ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren... Und das sagt eine Wienerin, muss man ja sagen. Ja, aber ich war früh aufgestanden, weil ich wusste, dass ich zu Ihnen komme, zu dir komme, entschuldige. Und dann habe ich mir das in den Zoo so genossen, diese Tiere da, diese Schönheit dieses Zoos, der ist so gut angelegt hier in Leib. Wir haben 20 Jahre an dem Zoo wirklich so wunderbar. Aber also eine Natur, auch noch einiges hören. Pflanzen, Bäume, ich habe sogar die Bäume umarmt. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch als Wienerin, der Wiener Zoo ist ja eine Katastrophe. Also ich gehe da nie hin, leider. Ja. Da muss man sagen, gibt es den Zoo eigentlich immer noch? Aber ich gehe auf der ganzen Welt immer in Zoos. Ja, es ist immer noch. Der Wiener Zoo ist... Also der Leipziger Zoo, muss man schon sagen, gehört zu den Besten. Wunderbar. Und dann war es so nett, ich bin dann auf der Straße gegangen und dann haben mich ältere Damen erkannt. Und man freut sich dann schon, wenn man erkannt wird, weil es ist in diesem Beruf, man ist ja sehr schnell vergessen. Und in Wien natürlich nicht. Wie wurdest du dann angesprochen? Was sagen die dann? Sind sie's? Ja. der häufigste... Ja, habe ich gleich gesagt. Sie sind doch die... Ja. Und dann habe ich gesagt, Dagmar. Ah, Koller, hat sie dann sofort gesagt. Ah, Gott sei Dank hat mich nur wer erkannt. Ich möchte gerne auf das Buch noch mal zu sprechen kommen, weil es sind ja auch sehr, sehr private Fotos dabei. Ja. Nach welchem Kriterium wurden die Fotos denn ausgesucht? Wer hat denn das vorangetrieben? Schade, dass ich den Künstler nicht hier habe sitzen, denn eigentlich sollte er das Lob bekommen. Denn ich fand das alles, was soll das? Wer will denn von mir ein Buch noch haben? Und ich habe Bücher geschrieben, mein Leben ist ein Buch. Die Kunst, eine Frau zu sein, ist ein Buch. Und jetzt, Dagmar Koller, goldene Zeiten. Und da bin ich mir draufgekommen, wenn man das so zusammenrechnet im Leben, sind goldene Zeiten das Wichtigste. Und ich will mich nur an das Schöne erinnern. Das Schlechte habe ich schon dahinter mir an die Schulter geschmissen. Das ist Glas vorbei. Das war immer voll. Halb. Ja, und dieser junge Mann hat damals gesagt... Michael Balgawi. Michael Balgawi heißt er. Er ist ein Künstler. Oh ja. Es wurde ja auch viel spekuliert, wie das Verhältnis eigentlich zwischen euch ist. Ja, ich glaube, ich liebe ihn, weil so ein Buch zu machen, das er so alleine geschaffen hat und mir so eine Sache ermöglicht hat, dass ich heute keine Fotos mehr sammeln muss. Ich habe mein Leben in einem Buch, es ist wie eine Zeitgeschichte von 39 an bis heute. Ich lebe Gott sei Dank noch und recht gut. Habe immer gedacht, was will der, was in Kisten? Da ist alles so hineingeschmissen. Bei uns hat niemand Zeit gehabt, mein Mann nicht und ich nicht, dass wir die Fotos geordnet hätten oder irgendwo eingeklebt. Ich habe so Kisten in der Wohnung, die stehen so, so hoch. Und habe den in die Wohnung kommen lassen, habe mich gefreut, er sieht gut aus. Und da hat er, und da hat er mir diese Kisten abgenommen und hat da so hat er die Bilder ausgesucht. Nein, doch die schönen. Nein, das ist doch schön. Na, da gefallen mir gar nicht. Ne? Also da haben wir uns gestritten, dass er Fotos gesucht hat, die ich nicht haben wollte von mir. Ich möchte doch die schönen Fotos weitergeben und nicht gerade irgendwo. So, ne? Aber irgendwo innerhalb von 2 Jahren ist das Buch entstanden und ich habe nie geglaubt, dass da raus was wird. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich diesen jungen Mann gesehen habe. Komm noch mal wieder. Ja. Und dann kam es wirklich dazu, dass 2017 war das Buch fertig und war ein unheimlicher Weihnachtshit. Ja. Und alle lieben das Buch, die es anschauen. Und er macht schon das nächste von einem ganz berühmten... Aber wir blättern jetzt mal ein bisschen drin. Also ich möchte, ich habe ein paar Fotos mal rausgesucht. Ich weiß auch über jedes Foto eine Geschichte. Elizabeth Taylor. Also, Elizabeth Taylor. Ich finde, das Foto, wenn man es jetzt anschaut, sagt schon sehr, sehr viel über die Elizabeth Taylor. Ja. Aber sie war ja relativ schwierig wohl. Ja, sehr schwierig. Was war sie ist dann... Ich habe 3 Drehtage für diesen Hollywood-Film gehabt und für mich war das ein großes Glück, in einem so großen Hollywood-Film mit Liz Taylor zu spielen. Es war auch die andere Besetzung, lauter große Leute dann in dem Film. A Little Night Music heißt der Film, eine kleine Nachtmusik.
Und Liz Taylor war sehr schwierig, kam einmal die ersten 4 Tage nicht. Wir waren immer schon geschminkt für den Dreh mit ihr. Das war für mich so wunderbar. Dann waren schon 5 Drehtage, dann 6 Drehtage. Jeder wurde bezahlt. Immer voll geschminkt, aber sie kam nie. Also es war eine tolle Zeit. Und auch, sie hatte Angst, dass man ihr Doppelkind sieht. Sie hatte Angst, sie war Ende 40 und hatte den Richard Burton als... Nein, nicht mehr den Richard Burton als Mann, sondern diesen Warner, einen Politiker. Ja, da kommt man durcheinander, aber Elizabeth Taylor, das ist... Und war dann so zickig und wollte also da nicht zum Film und da nicht gekommen. Für uns ein Glück, jedes Mal eine Gage, weil wir waren voll geschminkt. Ja. Und dann kam sie endlich und da musste ein Hollywood-Beleuchter einfliegen, der ihr das Doppelkinn wegleuchtet. Und dann war das noch schöne Filmzeit. Und ich habe mit ihr ein bisschen Kontakt aufgenommen, weil ich ja ganz gut in Englisch bin. Und ich war viel in Amerika und habe auch dort sie bewundert und konnte ihr erzählen, wie sie mit Richard Burton, wie er den Hamlet gespielt hat, hat sie immer in der Garderobe gesessen und auf ihn gewartet. Und ich habe dann einen großen Kontakt zu ihr bekommen und habe diese Frau wirklich bewundert, wie schwer sie eigentlich ihr Leben gelebt hat. Die große Liz Taylor. Hildegard Knef, auch ein Foto. Kann man ja schon sagen, das ist eine ganz besondere Beziehung. Ich mache doch die Augen wie Hildegard Knef. Hoffentlich merkt ihr das. Ich habe heute so viel Schminke drauf, damit ich der Hilde knarrt. Das war ein Idol von mir. Und Hildegard Knef war in meiner Sendung Hallo, wie geht's? Und war dann ganz süß und sagte zu mir, sie ist so nervös, sie zittert so. Und heute bin ich so nervös, denke ich mir, das ist eine alte Sache, dass die Hände zittern oder man ist sehr nervös. Sie war eine ganz, ganz große Künstlerin. Ich habe sie so verehrt und geliebt. Und Hildegard auch von der Nasen-OP zurückgehalten. Hat sie mein, Dankeschön. Sie, das sind die Dinge, die ich vergesse, weil die sind nicht so... Ich wollte immer die Nase operieren. Niemand hat mich akzeptiert. Das sind wir ja Leidensgenossen. Das habe ich auch mein Leben lang, darüber nachgedacht. Und hätte ich eine schönere Nase, hätte ich eine Hollywood-Karriere gehabt. Weil mit meinem Können, mit dem Tanzen, Singen, mein Temperament, wäre halt alles gestimmt. Nur den Frunak hat man nicht für den Film verwenden können. Komisch. Eine wunderschöne Nase. Erst wie Barbara Streisand berühmt geworden ist, war plötzlich meine Nase für alle ganz normal. Na, absolut. Also ich verdanke meine Karriere der Barbara Streisand. Und dabei habe ich sie auch kennengelernt, privat. Die ist lustig. Ja. Boah, die kommt wo rein in einen... in eine Kantine, aber die kommt anders rein. Wir kommen das etwas scheu, aber die kommt der Saal voll, rein. Wenn sie reinkommt. Die ne? kommt voll und hat auch immer einen ordinären Satz drauf. Oh, das mögen wir. Das mögen wir. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Da macht man wirklich. Den hätte ich ja auch gerne und gesagt. Ich habe vor lauter Verlegenheit, ich habe ihn ja in Amerika schon verfolgt, weil ich seine Stimme über alles liebe. Aber in Wien habe ich ihn dann ganz persönlich kennengelernt und habe ihn gefragt, ob ihn das stört, ich singe jetzt My Way in Deutsch. Mein Freund, einmal, da fällt auch für dich der letzte Vorhang. Und dann habe ich gesagt, how did you do, wie haben Sie das gemacht? Hast du das gemacht, dass dein Lied so viel Ausdruck drinnen hat? Was kann ich verbessern? Wie könnte ich es besser machen? Da hat er mich so angeschaut. Und wirklich, er war ja noch jung zu der Zeit, wie ich das erste Mal produziert habe. Da hat er gesagt, vom Beistrich zu Beistrich übe es. Vom Beistrich zu Beistrich. Ich habe gesagt, ich kann nicht die ganze Zeit üben. Mein Freund, einmal da fällt Fleischstrich, doch auch für dich der letzte Vorhang. Er hat gesagt, no, do it like this. Denn es kommt dann so in dich hinein und dann hast du plötzlich das Ganze, kannst du dann in Gefühl um und hast dann den Mut, lange Pausen zu machen, kleine Pausen. Also es war toll. Der hat mir einen tollen Unterricht gegeben, ja. Wir haben auch eins mit Udo Jürgens zusammen. Ein Foto. Oh, ja. Jenny. Ja, mein Udo. Mein gut. Gott, ne. Oh. Ja. Aber da muss ich sagen, Dagmar, da guckst du aber sowas von... Ja, wir haben ihn alle an. Das knistert aber. Ja, ja, aber... Oder, Jenny? Der Papa aber auch. Ich wollte sagen, der Papa auch. Ja. Sag mal jetzt, Dagmar, war der nicht verliebt in dich? Nein. Das wäre doch sehr naheliegend gewesen. Ich war zu alt für ihn. Ja. Aber ich habe auch noch nie, ich habe gesagt, der Udo hatte ja auch eine vernünftige Nase. Ja, der ist ja auch aus Kärnten, die Kärntner, wenn sie sich in der Welt treffen, und das war irgendwo in Deutschland. Ich habe Irma Ladus gespielt und er war mit seiner Tournee unterwegs und er hatte so lustige Musiker. Und wir haben uns dann immer wo getroffen, einmal Frankfurt, einmal Eschwede, einmal Heidenheim oder wie das alles heißt. Und dann sind wir zusammen spät nachts noch ein Trinken gegangen. Und er war immer sehr reserviert mit Frauen in meinem Alter.
Und ganz zauberhaft. Ja. In meinem Alter. Ich dachte, jetzt kommt, der war immer sehr reserviert. Dann dachte ich, Moment. Das ist gar nicht so seine Art mit Frauen in meinem Alter. Und wir haben ja sogar Nein, aber darf ich da wir waren ja einwerfen? Nachbarn. Darf ich was einwerfen? Also er hat Frauen ab einem gewissen Alter extrem bewundert. Und ich glaube, er hatte da ein bisschen Angst. Also deswegen sehr selbstbewusste, etwas reifere Frauen, die auch wissen, was sie wollen oder auch sagen, was sie nicht wollen und so, haben ihn, glaube ich, eher verunsichert. Deswegen war das vielleicht auch. Aber wir kennen uns ja, stell dir vor, aus der Kindheit. Er war ja auch in Kärnten zu Hause und mein Bruder war mit ihm in der Schule. Und ich war damals kleine Balletteuse und ich durfte bei seinen ersten Boogie-Woogie-Konzerten in der Stadthalle um ihn rumtanzen. Ich war ganz stolz, dass ich da neben Udo Jürgens die ersten Versuche, so in der Stadthalle, wie er seine Boogie-Woogie und Zeug Rock'n'Roll gesungen hat. Und er war immer, eigentlich, Udo ist ein ganz wertvoller Mensch in meinem Leben, in seiner Karriere. Ich habe ihn so bewundert. Ich habe kein Konzert in der Stadthalle ausgelassen, weil es war einfach Erholung. Er hat auch immer ganz toll von euch gesprochen. Ja. Also er war auch gut befreundet mit, mit meinem Mann. Oh, ja, die zwei haben sich sehr gemocht. Genau. Ich weiß, die Zeit rennt jetzt wahnsinnig. Ich würde es trotzdem gerne noch mal zeigen. Du hast es angesprochen, auch die Auftritte in der damaligen DDR. Wir haben ein bisschen was zusammengestellt. Und da sieht man mal, mit wie viel Liebe und Aufwand damals tatsächlich Fernsehen auch gemacht wurde. Ja. Wir schauen mal rein. Wo siehst du? In dem Park von Sanssouci. Also, man muss sagen, Sanssouci damals alles andere als renoviert. Es war morsch und die Treppen, man sieht es. Aber die nackerten Männer, war es denn wesens warm? Eiskalt, aber der war eine Garderobiere von euch hier in Deutschland mit. Und die hatte eine Flasche Wasser und da war nie Wasser drin, da war Wodka drin. Ja, das wärmt. Und das hat vor allem vor Erkältung, weil ich war ja immer so nackig angezogen. Die haben mich angezogen, wirklich damals, mit lauter so sexy Kostümen. Britney Spears würde so auftreten heute. Das stimmt. Ja. Aber das ist ja schon ziemlich und gewagt. Und das war 1978, das ist vor 30 Jahren. Ich meine, man muss sich das vorstellen, so etwas Gewagtes. Und dann steige ich mit meinem Mann als Frau des Wiener Bürgermeisters 84 Jahre in China aus und steige runter die Treppe und unten stehen lauter Fotografen und fotografieren nicht den Bürgermeister von Wien, sondern mich. Was wollten die von mir? Haben die damals dieses DDR, es kommt in den Park von Sanssouci, nach China verkauft. Das ist in der ganzen Welt verkauft worden. Und die Chinesen haben das in jeder Auslage in der Stadt, die Leute haben ja noch kein Farbfernsehen gehabt, damals im 84 in China. Und da kam die nackerte Frau und da Frau kam vom die nackerte Frau vom Bürgermeister in jeder Auslage, ein Stomband. Und die Fotografen haben nur auf mich geschaut und haben wahrgenommen, den Wiener Bürgermeister, nur mich. Und ich dachte, was wollen die von mir? Was ist? Ich habe nicht gewusst, dass man das in China auch verkauft hat. Also das war schon was. Dagmar, tolle Fotos, tolle Geschichten. Danke. Und toll, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Danke. Danke.